Hackbraten mit Speck. 2 Brötchen vom Vortag, etwa 10 Wirsingblätter Salz, 1 Zwiebel. 2 bis 3 Knoblauchzehen, 1 el Butter. 1 Bund Majoran. 750 Gramm gemischtes hackbedingter Trennstrichfleisch. 2 Eier, Pfeffer. 1 el Senf. 1 el Paprikapulver, abgeriebene Schale von einem Zitrone, unbehandelt. 20 Scheiben frühstücksbedingter Trennstrichspeck, Bacon. Brötchen in einer Schüssel in kaltem Wasser 15 Minuten einweichen. In zwiebedingter Trennstrich Schindwirsingblätter in Salzwasser 2 Minubedingter Trennstrich Tren vorkochen, kalt abschrecken, trockenbedingter Trennstrich tupfen. Zwiebel und Knoblauch abziehen, würfeln bzw. hacken. Butter in einer Pfanne erhitzen, Zwiebel und Knoblauch darin glasig dünsten. Majoranblättchen hacken. Backofen auf 180 Grad, Umluft, 160 Grad, heizen. Hack in einer Schüssel mit gut ausgedrückten Brötchen, Eiern, Zwiebelmix und Majoran verkneten. Mit Salz, Pfeffer, Senf, Paprika und Zitronenschale würzen. 77,7 Pasteten oder Kastenform, ca. 30 x 10 cm. Siehe Info auf Seite 9. Mit Speckscheibedingter Trennstrich Ben, dann mit Wirsingblättern überlappend auslegen. Hackmaße hineindrücken, glatt streichen, mit Wirsing und Speck zudecken. Ohne Deckel im Ofen 60 Minuten garen. Einst in der Form entstandenen Bratfond, durch ein Sieb abgießen, auffangen. Braten vorsichtig stürzen, in Scheiben schneiden, mit Fond servieren. Kotelett braten. Süß-sauer. 2 Zwiebeln. 600 Gramm Petersilienwurzel. 2 Zitronen, unb. 2,3 Kilogramm Kotelettbraten. Vom Schwein, mit Schwarte. Beim Metz. Gehe vorbestellen. Salz, Pfeffer. 2 el Rapsöl, 1 el Zucker, 1/2 Bund Petersilie. 750 ml Gemüsebrühe, Instant. 50 Gramm Butter. 3 el Apfelgelee. Zwiebeln abziehen, würfeln. Petersilien. Wurzel putzen, schälen und wie die gewaschenen Zitronen in ca. 1 cm dicke Scheiben schneiden. Braten abbrausen, trocken tupfen, die Schwarte einschneiden. Mit Salz, Pfeffer würzen. Backofen auf 180 Grad, Umluft, 160 Grad, vorheizen. Öl im Bräter erhitzen, Braten auf der Schwarte anbraten. Drehen, petersilienbedingter Trennstrichwurzel, Zwiebeln, Zitronen, Zucker, petersilienbedingter Trennstrichlienzweige zugeben. Anrösten, Brühe zugebedingter Trennstrich Ben. Braten im Ofen ca. 1-2 Stunden garen. Butter und Gelee im Topf schmelzen. Schwarte 15 Minuten vor Garzeitende mit dem Gelee-Mix bestreichen. Petersilie entfernen. Temperatur auf 220 Grad, unbedingter Trennstrich Luft, 200 Grad, erhöhen. Nach Ende der Garzeit braten im ausgeschalteten Ofen 10 Minuten ruhen lassen, in Scheiben schneiden, mit bratenbedingter Trennstrich Fond und Gemüse servieren. Geschmorter Tafelspitz. Möhren, Sellerie und Lauch putzen, wahrbedingter Trennstrich schälen. Möhren schälen, alles grob für bedingter Trennstrich fällen. Zwiebeln abziehen und vierteln. 2 Möhren. 2 Stangen Stelden-Sellerie. 1 Stange Lauch. 2 Zwiebeln, 3 el Öl. 1,2 Kilogramm Rindertafelspitzsalz, Pfeffer, 1/2 el Zucker, 1 el Tomatenmark. 1/2 i Rotwein. 1/21 Rinderbrühe, insbedingter Trennstrich Tand, 10 Gramm getrocknete Steinpilze, 5 Thymianzweige, 3 Lorbeerblätter 200 Gramm. Frische Pilze, z. Ofen auf 160 Grad, Umluft, 150 Grad. Heizen. Öl im Bräter erhitzen.
Fleisch salzen, pfeffern, anbraten. Gemüse und Zwiebeln zugeben, kurz anrösten. Zucker und Tomatenmark zugeben. Mit Rotwein ablöschen und Brühe zugießen. Getrocknete bedingter Trennstrich Teesteinpilze, Thymian und Lorbeer zugebedingter Trennstrich Ben. Einmal aufkochen lassen. Braten zugebedingter Trennstrich deckt im Ofen etwa 2 Stunden schmoren. Braten aus dem Sud nehmen, 15 Minuten im ausgeschalteten Ofen ruhen lassen. Fond durch ein Sieb in einen Topf drücken, 15 Minuten einköcheln lassen. Inzwischen Pilze in Scheiben schneiden oder würfeln. Rote Zwiebel abziehen, in Spalten schneiden. Beides 2 Minuten in der Pfanne in 1 Esslöffel Butter braten. Mit Salz, pfiffbedingter Trennstrich Fair, Petersilie würzen. 1 Esslöffel Butter zum Bindbedingter Trennstrich den in die Soße rühren. Braten in Scheiben schneiden, mit Pilzen und Soße servieren. Schwedischer Puttenbraten. 2 Esslöffel Öl zum Braten. 2 Esslöffel Zucker. 300 ml Orangensaft, 50 g Butter. 800 g Muskatkürbis, 150 g frische, rohebreibedingter Trennstrich Selbern, ersatzweise Wildpreis Elbern aus dem Glas. 1 Stern Anis, ersatzweise 1 MSP. Anispulver. 1 Stück Bratschlauch. Extra breit, siehe Info auf Seite 11. Länge, 0,5 Meter. 1 bis 2 Esslöffel flüssiger Honig. Fleisch abbrausen, trocken tupfen, mit Salz, Pfeffer würzen. 0,1 in einer großen Pfanne erhitzen, Fleisch darin von allen seitenbedingter Trennstrich scharf anbraten, herausnehmen. Zucker, Saft und Butter in die Pfanne geben und auf ca. 1/3 der Menge einkochen. Inzwischen Kürbis entkernen, schälen. Und in 2x2 cm große Würfel schneiden. Preiselbern verlesen, waschen. Backofen auf 180 Grad, Umluft, 160 Grad, heizen. Kürbis, Beeren, eingekochten Saft und Sternanis mischen, mit Salz, Pfeffer würzen. Bratschlauch nach Packung Sangbe vorbereiten, Gemüse samt Saft einfüllen, Puttenbrust hineinlegen. Schlauch verschliebedingter Trennstrich sehen und auf ein kaltes Backblech legen. Braten im Ofen 60 Minuten garen. 1 nach Ablauf der Garzeit Schlauch vor. Sichtig öffnen, Vorsicht, heißer Dampf entweicht, Soße mit Gemüse in einen Topf geben. Aufkochen, mit Salz, Pfeffer, Honig abschmecken. Braten in Scheiben schneibedingter Trennstrich den, mit Gemüse und Soße servieren.